Hallo Leute, willkommen zurück zu Mario Odyssey, wo wir auf dem Mond sind. Wir sind auf dem Mond. Ich komme darauf klar. Als ob. Und da sind direkt Sachen, die ich fast übersehen hätte. Natürlich wachsen hier so komische Blumen auf dem Mond. Wenn der Bosskampf auch in der Zeit los ist, dann bin ich mal gespannt. Ach du Kacke, das hier dauert jetzt bestimmt so lang. Guck mal, das ist sowieso ein Kackmond. Wie komme ich jetzt am besten hin? Mit einem Dreiersprung? Oder so? Ich glaube, ich schaffe gar keinen Dreiersprung hier drauf. Fuck. Ich verstehe das nicht. Was ist denn da? Ach, ich habe gedacht, da wird irgendwas eingraviert oder so. Mario, warum kannst du denn keinen Doppeltreiber machen, ne? Wie hoch komme ich da, wenn ich das mache? Ich komme gar nicht höher. Schade, ich wüsste gerne, wie ich da oben dran komme, aber ich bin zu doof. Ich muss ja da muss ich so eine krasse Taktik für benutzen. Und mit Taktik meine ich, ich muss einfach irgendwie den Dings hier werfen und da so drauf springen oder sowas. Oder? Keine Ahnung. Oh Gott, das ist halt komisch. Wie komme ich jetzt da rüber? Oh. Oh, hier kann ich noch hin. Boah, einfach nur einen Sprung, ich bin oben. So krass. Wie weit er fliegt. Natürlich hat Bowser hier so komische Dingsmonster hingebaut. Warum auch nicht? Kann ich die einnehmen? Arsch. Das ist super gelohnt. Mach ich nie wieder. Weg. Keiner mag dich. Ich würde gerne den Shop finden, damit ich mir diese Herzen kaufen kann. Ich habe mein Mikro kaputt geschlagen, das ist irgendwie asozial. Tschüss, Stein. Was ist das denn für ein Weltraumding? Oh. Was ist denn mit dir falsch? Ist in dir irgendwas Tolles drin? Als ob. Ein Mond für dich. Hier sehen wir auch nicht, wie viele Monde man braucht. Hm, keine Ahnung. Oh mein Gott. Lass mich mal kurz in Ruhe hier diese Scheiße machen, ne? Dankeschön. Haha. Ich hätte jetzt gedacht, man kriegt eher da so einen Mond von, aber okay. Ach nö, was hat denn? Das sieht unspaßig aus. Wow, kannst du mir bitte nicht mehr machen? Was? Kann mir bitte einer erklären, wie das jetzt passiert ist? Wo falle ich überhaupt hin, wenn ich hier runterfall? Boah, ernsthaft? Wieder vom Anfang. Guck mal, der Mond glitzert. Gut, dass ich irgendwie mega weit fliegen kann. Ungefähr so. Geh weg. Du auch. Ich wollte eigentlich nur. Ist der Teil wieder da? Oh, der bleibt weg, cool. Eigentlich nur ganz sanft da hinten hin, aber wie wird dann so gut funktionieren? Mario, du bist doch so dumm, Alter, das kann nicht wahr sein. Was zum Fuck ist er denn da machen, ey? Oh nee, ich habe mir die Fresse abgeschlagen, Alter. Boah, muss ich weit rennen. Kann ich einfach eine Abkürzung holen? Da hinten ist ein Hase, warum ist da ein Hase?
kann bestimmt von hier einfach darüber springen, oder? Natürlich. Kannst du bitte auf, mir daher zu rollen? Dankeschön. Diese Sprünge, ne? Kann bitte immer so einen Weltraummodus geben. So, Mario, das ist jetzt nicht so schwer. Danke. Danke. Geht doch. Guck mal, jetzt haben wir es geschafft. Das war schon alles. Mehr musst du gern machen. Guck mal, hat doch voll gut funktioniert. Jetzt hier sterbe ich auch, weil ich falsch gemacht habe. Oh, da war die ganze Zeit. Gut, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Tschüss. Ich bezweifle jetzt mal, dass das funktioniert. Oh, doch, da geht ein Dreiersprung bestimmt. Aber wie weit muss ich laufen, um einen Dreiersprung zu machen? Cat scheint echt zu funktionieren. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Ah, okay, verstanden. Das ist ein bisschen einfacher als gedacht. Oh, ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt zurück? Komm, hier sind Monde in der Mondfarbe. Auf dem Mond. Obwohl da gar keine Mondfarbe ist. Weil irgendwie ist der Mond gar nicht in der Farbe. Oh je. Oh! Da hätte ich auch was übersehen. Das ist die kleinste Höhle der Welt, Mario. Was kommt denn aus? Whee! Ist hier noch irgendwas? Ich bin jetzt natürlich total verlockt, da hinten hinzugehen. Wo ist denn schon eine Rampe? Aber da oben möchte ich, glaube ich, doch lieber hin. Hier ist bestimmt ein Mond. Da ist wieder so ein Teil. Ach du Scheiße, jetzt ist er da hinten. Oh Gott. Hell. Okay. Das hier ist so einfach und dann kommt hier die Scheiße. Wenn ich jetzt wieder auf der anderen Seite gewesen wäre, ne? Danke. War natürlich ganz einfach. Kein Problem. Nur ich weiß immer noch nicht, weil ich mit diesen komischen Dingern da mache, die anscheinend sogar auf dem Mond sind und ob ich die jetzt besiegen soll oder nicht. Ja, das hat sich mir mega gelohnt, dann machen wir die wieder. Okay, ich kann bestimmt von hier darüber springen. Nice. Nicer. Der nice Dicer. Oha, fliegt er noch weiter. Boah, das funktioniert einfach ein Weltwunder. Das war einfach nur ein fucking Weltwunder. Ja, okay, kannst du mal runterkommen. Gut, was haben wir hier alles zu sehen? Da ist die Mondhaut. Da oben kann man drauf, was? Da ist mega viel Geld, was irgendwie riesengroß ist. Ein bisschen länger umgucken, sondern weil bestimmt irgendwo Münzen und das versteckt sind, aber ich denke mir so, ach komm. Erstens weiß ich eh nicht, wo der Shop ist und zweitens, keine Ahnung. Dieses Loch ist unglaublich tief. Ich bin jetzt tot? Ah ne. Oder? Was? Ich glaube, die haben diese Mondphysik gemacht, damit man denkt, damit man weniger merkt, dass das laggt. Vor allem, hier ist die Höhe gerade normal, da gibt ja noch weniger Sinn. Weil er dann voll in Zeitlupe wieder runtergeflogen ist. Ja, irgendwie hab ich gedacht, hier wäre was.
Mario. Ah, hier ist er wieder. Was? Oh. Okay. Was haben wir hier? Okay. Ach, das ist bestimmt nur eine Markierung, was man da irgendwie machen muss. Ah, ne, ist da auch. Ich hab da nur eine Münze raus. Das ist ein bisschen billig. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen mehr Geld hier bekommen können, Bowser. Und dann wieder ein Mond unter der Bowser-Statue. Ich hoffe, den ganzen, was ich jetzt hier machen muss. Ach, die kann ich bestimmt einnehmen, ne? Die fliegen ja beschissen. Und voll die beschissene Steuerung. Man kann übrigens nicht mit den höher fliegen. Falls ihr euch da gerade fragt. Das ist mit Auffallen, dass Knochentrocken immer wieder belebt werden. Warte. Oh oh. Okay, es ist halt unmöglich, der Welt den Typen da zu treffen. Gut zu wissen. Der kann mich aber bestimmt treffen, von daher kill ich den jetzt noch was. Sicher, man kann auch auf die drauf springen, dann gehen die auch kaputt. Interessant. Da ist bestimmt irgendwas drin. Oh, was ist denn her? Kann ich mit den Teilen hier durch Lava durch? Oh, krass. Oha. Da oben sehe ich dann noch Münzen. Die kann ich bestimmt nicht mit einsammeln, oder? Kann ich das echt machen? Wow. Krass. Kann ich die da auch einsammeln? Schade. Ja, den habe ich aus dem komplett umgebracht, ne? Warum sind die wieder da? Ich glaube, die gar nicht getroffen werden sein. Oder in so ein Dingsherz. Perfekt. Genau das brauche ich jetzt. Da brauche ich jetzt! Ich brauche das! Du bist SpongeBob. Oh mein Gott. Tschüss! Fuck this shit, I'm out. Sorry. Muss sein. Ja. Oh. Tschüss. Bin ganz schnell weg. Ihr seht mich nie wieder. Wie geil ist eigentlich mein Outfit, ist mein Ernst. Klar. Warum war das direkt jetzt ein Heiling? Oh. Oh nö. Mag ich das? Mag ich das nicht? Ich mag das nicht. Ich glaube, wie so ein Spacko rumhüpft. Oh, ich brauch das sogar. Okay, so viel dazu. Ja, okay. Das hole ich mir an erst. Doch. Ist. Von hier ist kein Speicherding. Ich kümmere mich jetzt bestimmt um die Scheiße da. Ich krieg gleich irgendeinen Anfall. Oh mein Gott. Ich habe auf den Moment nicht gerafft, wie man mit dem Teil springt. Lass mal aufkommen, man kann mit dem Ding da anspringen. Okay, die Bowser-Dinger sind überall. Also sind die voll unwichtig. Was war das denn? Habt ihr gesehen? Ich glaube, war ein Grafikbug von meiner Aufnahmekarte. Okay, da war irgendwie doof. Warum ist da oben das Einzelne kaputt? Der triggert mich irgendwie. Oha.
Bin ich richtig? Was macht der denn für eine Kurve, Alter? Du kommst gar nicht an mich dran, haha. Wo muss ich denn jetzt damit hin? Das wäre jetzt eine interessante Frage, die mir jemand beantworten müsste. Da hinten? Das kann doch ganz so weit fliegen, der Teil. Ich unterschätze die Steuerung davon ein bisschen. Die ist nämlich ganz schön crazy. Und hat einen eigenen Soundtrack. Ey! Ich weiß, ich finde das gerade nicht so toll. Ich finde das gerade... Das sollte nicht passieren! Oh mein Gott, was? What the fuck? Du lebst am Arsch. Oh. Ein schönes Power-Up. Wie komme ich jetzt da dran? Was brennt dann die alle ineinander, ernsthaft? Hinten ist auch eins? Okay, dann kann ich mir doch noch gönnen, ne? Turbo! Ich find, bin gerade sehr, sehr angestrengt. Als ob. Ja, fliegt doch noch mehr runter. Ich hab das Teil umgebracht. Guck mal jetzt. Okay, warten, bis er respawnt. Trotzdem ziemlich asozial. Was hat er nicht wusste, dass er da geht? Was hat er gemacht, Alter? Holy shit! Was ist los hier in der Welt? Diese spannende Oh mein Gott, was bist du denn für ein Assi? Vor allem ist nirgendwo ein Speicherpunkt. Nirgendwo. Ich muss hier mit einem HP überleben. Alter, geh weg. Boah, ist das anstrengend. Am Arsch, ganz bestimmt nicht. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich total gut seid und nicht am Sterben seid und dann drückt ihr aus Versehen einen Knopf mit eurer fetten, ekligen Gammelhand und dann verreckt ihr deswegen? Oh, da zählt der Speicherpunkt. Okay, dann macht ihr die ganze Spannung weg. Apropos Spannung. Ich kann aber bestimmt hier auch gegenrennen, oder?
Okay, cool. Tschüss. Nerv. Wie geht das überhaupt? Boah, ich hab auch voll brutal gekillt, also ich bin assi. Ich hätte gerne wieder mein ganzes Leben zurück, das wäre sehr toll. Und wieder die fette Frau. Oh, der Rache ist aber vom Bag, Alter. Die ist bestimmt als Gast eingeladen. Glaubst du, das ist die Mutter von dem ganzen nervigen... Ja, nackt, die Mutter von denen, Alter. Ich bin's, Madame Blut. Wenn du zusammen in Kaskadenland so ungebürtig... Ich war's ungebürtig? Um genau zu sein, warst du zu allen Brudels ungebürtig. Darum sind wir natürlich alle hier. Nun denn, mein liebster Kettenhund ist hungriger als je und wartet schon auf sein Abendessen. Ich kann mit Lippen vorlesen. Cool. Ja, die war ja mega unfair, okay. War ja was. Echt für Musik. Ist hier irgendwo was zum Heilen? Nirgendwo, ernsthaft? Das ist unfair, da? Oh, ich sehe gerade, wenn man ganz am Ende von dem steht, dann kann man voll gut den angreifen. Weil der gerade an der Trank kommt. Boah, warum habe ich die ganze Zeit nur ein Leben? Will sich verarschen! Ah! Die ganze Zeit so blöde Momente, wo ich einfach verrecke. Das kann doch nicht wahr sein. Och nö! Ernsthaft? Das ist nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich deabonnierenswürdig. Deabonniere ich auch mal. Oh oh. Okay, macht einen Unterschied. So, diesmal habe ich kein Leben an dem verloren, weil man komplett dumm, ey. Guck mal, was passiert ist. So, einfach gerade laufen. Ganz easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Driftend ab. Er driftet ab. Oh, what? Tschüss. Ich bin raus hier. Okay, jetzt haben wir 3 Leben zur Verfügung, um gegen die fette Frau zu kämpfen. Das ist aber schön. Ich wäre lustig, wenn ich einfach hinten durchrennen könnte, weil das ist ja offen. Viel zu knapp, dass ihr das riskiert habt. Oh, cool. Danke für die Münze. So. Boah, ich bin ein Heck. Ich bin ein Heckmeister. Ah! Auf die drauf, ist ich gar nicht. Aha, deine Leine ist zu kurz, wirklich. Crashen die ineinander, Alter. Geh weg! Komm, noch einmal. Oh, fuck yeah. Der Kampf war genau derselbe wie vorher auch. Außer dass der Hund komische weiße Hüte auf hatte. Puh, okay. Das hätte auch einfacher gehen können. Danke für die ganzen Münzen. Yeah, du merkst immer, wenn Bowser Level kommt,
daran, dass du einfach die ganzen Münzen nicht aufsammelst, die wichtig sind. Vorher so, ja, ich hol mir die mit, ja, ich hol mir die mit. So, nö! Ich hätte sehr gerne nochmal so ein Sechserleben. Und wir sind wieder im Mond. Das hört sich schon wieder an wie ein Dark Souls Boss. Das hört sich genau an wie die Küchenglocken von unserem Dorf. Ich bin rich. Dankeschön. Hat es eben viel größer ausgegeben von beiden, aber okay. Und wir haben einen Checkpoint. Wunderbar. Oh, der Part ist 15 Minuten lang. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt diesen wunderschönen Bosskampf machen, beenden wir nochmal den Part. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte den in dem Part machen. Aber ich habe dann mit den ganzen dummen Fails gerechnet. Bis dann. Tschüss.